Der Mensch bewirkt bzw. hat massiven Einfluss auf globale Umweltveränderungen. Man denke nur an die globale Erwärmung, Müll, den Verlust der Biodiversität, die Versauerung der Ozeane, Desertifikationsprozesse oder die Veränderung von Flüssen oder massive Landbedeckungsänderungen, welche unter anderem auch großen Einfluss auf Naturgefahrenprozesse wie beispielsweise Hochwasser, Muren oder Dürren haben können. Und durch die fortwährend steigenden Bevölkerungszahlen sowie durch die zunehmende Globalisierung nimmt der Einfluss des Menschen auf die Erde auch noch stetig zu. Wir sind also im Zeitalter des Menschen, dem Anthropozän, angekommen. Darunter versteht man die gegenwärtige geochronologische Epoche, in welcher der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Im folgenden Interview mit dem Wiener Geologen und Anthropozänforscher Professor Michael Wagreich werden wir uns dieser Epoche aus unterschiedlichen Blickwinkeln näher widmen. Okay, dann darf ich alle ganz herzlich willkommen heißen. Wir haben das Glück, heute einen ausgewiesenen Anthropozän-Experten bei uns zu haben, den Professor Michael Wagreich. Darf ich Sie bitten, sich ganz kurz vorzustellen und vor allen Dingen im Kontext des Anthropozäns, der Anthropozänforschung über sich zu berichten? Ja, mein Name ist Michael Wagreich. Ich bin Professor für Geologie an der Universität Wien und als solcher hauptsächlich mit Sedimentablagerungen und der Erdgeschichte beschäftigt. Das heißt, ich bin Sedimentologe und Stratigraf. Und in dem Zusammenhang, als jemand, der sich mit der Erdgeschichte beschäftigt, interessiert mich das Anthropozän als geologisches Zeitalter. Als Zeitalter, das vom Menschen, von menschlichen Prozessen beherrscht wird, wo die Natur beeinflusst wird, umgewandelt wird durch den Menschen und die Frage auftaucht, ob das Anthropozän ein neues geologisches Zeitalter ist. Vielen Dank. Wir wollen Sie heute über den Anthropozän-Begriff unterhalten. Und jetzt möchte ich mal überhaupt die Frage stellen, was kann ich mir unter dem Anthropozän überhaupt vorstellen? Und wie ist da momentan der Stand der Dinge? Ja, das Anthropozän, dieser Begriff, wurde eingeführt von Paul Crutzen in die Naturwissenschaften. Paul Crutzen, Nobelpreisträger, kürzlich verstorben, der vor allem Atmosphärenchemiker war und diesen Begriff geprägt hat in Diskussionen, in Tagungen der Erdsystemwissenschaften. Er ist auf einer Tagung aufgesprungen und hat gemeint, ja, wir sind nicht mehr im Holozän. Das Holozän ist der derzeit gültige, jüngste Erdzeitalter, sondern wir sind in einem neuen Erdzeitalter, dem Anthropozän. Und dieser Begriff hat mich interessiert als Stratigraph, als jemand, der sich mit der Erdgeschichte beschäftigt. Gibt es wirklich genügend Gründe, um das Anthropozän einzuführen als neues geologisches Zeitalter? Es wurde 10 Jahre nach Paul Crutzens Idee im Jahr 2000 eine Kommission gegründet, die Anthropocene Working Group. Und mit dieser Anthropocene Working Group hat sozusagen die Untersuchung der Geologie in Bezug auf das Anthropozän begonnen. Und ich bin 2 Jahre später, 2013, zu dieser Gruppe gestoßen, als Stratigraph, als Geologe, um hier ein bisschen mehr Geologie in diese Kommission hineinzubringen. Spannende Sache. Jetzt interessiert mich natürlich, welche Beweggründe gab es denn für den Herrn Crutzen, da jetzt diesen Anthropozän-Begriff zu prägen? Paul Crutzen hat gemeint, dass sich das Erdsystem, dass sich viele geologische Prozesse so weit entwickelt haben, dass sie derzeit schon vom Menschen
dominiert werden. Das heißt, so stark beeinflusst werden von der Atmosphäre mit den Treibhausgasen, Kohlendioxid, Methan und Ähnliches, bis hin zu Flüssen, die aufgestaut werden, wo Sedimente sich hinter Staumauern fangen, wo die Sedimentationsprozesse bis hin ins Meer extrem beeinflusst werden. Der Kohlenstoffkreislauf, der stark beeinflusst wird durch fossile Energieträger, das Verbrennen von fossilen Stoffen wie Erdöl, Erdgas und Ähnliches. Das hat Paul Crutzen dazu bewogen, zu meinen, ja, die holozäne Welt hat sich verändert. Das heißt, der Mensch dominiert geologische Prozesse. Mhm. Das wäre der Hintergrund. Mhm. Eine andere Frage. Es werden ja unterschiedliche Beginnzeiten diskutiert. Welche Beginnzeiten stehen denn im Raum und welche gelten als besonders wahrscheinlich, was jetzt dann die weitere Ausrufung dieser neuen Epoche betrifft? Ja, das ist eine komplexe Frage. Da gibt es unterschiedliche Meinungen, auch in der Fachwissenschaft. Wann beginnt das Anthropozän? Wann hat es begonnen? Eine Frage, mit der sich eben diese Anthropozän Working Group schon sehr lange beschäftigt, über 10 Jahre. Und mittlerweile zur überwiegenden Mehrheit innerhalb dieser Anthropozän Working Group meinen wir, dass ab dem Jahr 1945, 1950, also Mitte 20. Jahrhundert, hier die Prozesse derartig beschleunigt werden. Man nennt das die Great Acceleration. Diese Prozesse derartig beschleunigt werden, dass man hier von einem Beginndatum des Anthropozäns sprechen kann. Das wäre also um 1950 genau festgelegt, wurde es noch nicht. Da sind diverse Vorschläge in Arbeit. Ob das jetzt 1952 ist, mit Beginn des Fallouts von den Atombombentests, atmosphärischen Atombombentests, das wäre ein guter geologischer Marker, weltweit verbreitet, mit dem man das Anthropozän beginnen könnte. Es gibt aber durchaus dagegen Kritiken, die meinen, dass schon der frühe Mensch im Holozän dann eigentlich aus meiner Sicht, der frühe Mensch soweit die Landschaft beeinflusst hat durch Ackerbau, durch Reisanbau und Ähnliches, dass ein frühes Beginndatum vielleicht doch auch gerechtfertigt wäre. Mhm. Sie haben jetzt einen Begriff in den Mund genommen, und zwar geologischer Marker. Welche Kriterien müssen denn erfüllt sein, dass jetzt diese Kommission sich dafür entscheidet, ein neues Zeitalter, eine neue Epoche auszurufen? Ja, der Prozess ist ein komplizierter. Geologische Zeitalter werden nach ganz bestimmten Richtlinien hier definiert. Man sucht nicht ein Zeitdatum, sondern man sucht einen Punkt, einen Punkt in einer Abfolge von geologischen Schichten. Und diese Abfolge sollte weltweit die beste sein. Und dafür braucht man eben in dieser Abfolge einen geologischen Marker, ein Signal, das man in den Schichten, in den vom Menschen beeinflussten Schichten wiederfindet. Und das sollte global sein und das sollte synchron sein, so ein Marker. Dieser globale Fallout von Atmosphärentests, der ist in dem Sinn global gleichzeitig passiert, mit einem Jahr Unterschied von der Nord- zur Südhalbkugel. Und dieser globale Fallout, der gibt uns sowohl im Eis der Antarktis als auch in Seen von Skandinavien, Kanada, einen sehr guten Marker für
diesen Beginn des Anthropozäns. Es gibt aber noch andere Marker, das Auftreten von Plastik, Mikroplastik zum Beispiel wäre ein weiterer Marker. Was ja auch mittlerweile, also heutzutage global, was letztlich auffindbar global ist, allerdings in den 1950er, 1960er Jahren noch nicht so weit verbreitet war unter Umständen. Deswegen wird dieses Mikroplastik nicht unbedingt ein sehr guter Marker sein, aber es ist ein zusätzlicher Marker. Sie haben vorher über andere mögliche Beginnzeiten noch gesprochen. Jetzt, und dem haben Sie, also diese Beginnzeit haben Sie jetzt ins Holozän gegeben, ja, und das heißt Ackerbau, ja, wie könnte man das dann zeitlich einordnen? Wäre das dann das Neolithikum? Ja, das wäre so ab 8000, 9000 vor heute in etwa zeitmäßig. Man kann auch damit argumentieren, dass der frühe Mensch eigentlich vor dem Holozän, das vor 11.700 Jahren beginnt, auch schon die Landschaft beeinflusst hat natürlich, die Umwelt beeinflusst hat, zum Beispiel die Ausrottung der Mammuts, die zumindest auf manchen Kontinenten hier so bis etwa 13.000 vor heute abgelaufen ist. Das heißt, da gibt es unterschiedliche Ansichten. Die Ansicht in dieser Kommission ist die, ja, es hat Einfluss gegeben des frühen Menschen, aber das sind meistens nur lokale Dinge. Das heißt, das merkt man nicht global in dem Sinn. Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar Kritik am Anthropozänbegriff. Sie haben ja vorhin erwähnt, dass das eigentlich ein naturwissenschaftlicher Ansatz ist, der hier verfolgt wurde. Und es gibt ja auch kritische Stimmen. Ja, also es gibt aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen hier Kritiken von der Archäologie, die eben den frühen Menschen als sehr bedeutend sieht. Aus den Sozialwissenschaften gibt es da natürlich auch heftige Kritik, die den Menschen nicht als Ganzes sehen, sondern eben Gesellschaftssysteme, das Kapitalozän hier vertreten als ein Begriff oder das Plastizän, natürlich nach dem Plastik, das alles beherrscht auf der Welt derzeit. Also da gibt es einiges an Kritik aber auch innerhalb der Fachdisziplin. Es gibt durchaus Geowissenschaftler, die meinen, naja, 70 Jahre Anthropozän, das ist viel zu kurz für ein geologisches Zeitalter. Die Kommission meint dazu, aber die Spuren sind so bedeutend, dass man das Anthropozän wirklich in den Ablagerungen sieht, auch in den geologischen. Und damit das Argument, 70 Jahre sind zu kurz, nicht wirklich greift. Was sind die Hauptkritikpunkte, vor allen Dingen von Seiten der Sozialwissenschaften? Welche Argumente werden hier ins Treffen gebracht, um jetzt hier diesen Anthropozänbegriff zu kritisieren? Ja, also begonnen mit der industriellen Revolution ist es letztlich der Kapitalismus, der zu dieser Ausbeutung der Natur führt, zur Umwandlung der Natur, Abbau von Rohstoffen, Abbau von Kohle. Das ist also etwas westlich-weißes, in England entstanden, in Europa, USA sich ausgebreitet. Ein Gesellschaftssystem, das letztlich die Erde beherrscht und das daran schuld ist. Während indigene Gruppierungen durchaus ja im Einklang mit der Natur leben können und nicht mit Raubbau hier die Natur umgestalten. Dann hätte ich noch eine letzte Frage an den Kollegen Wagreich, und zwar: Welche Bedeutung hat der Anthropozänbegriff für Sie ganz persönlich? Ja, für mich ist es auch ein Symbol dafür, dass der Klimawandel, die Umweltschäden sind in der Geologie angekommen. Das heißt, das sind umkehrbar.
letztlich. Die Ablagerungen sind da, wir sehen diese Veränderungen und es ist auch ein Symbol für mich für diese Umweltänderungen und dass sich die Menschheit letztlich, das sind wir alle, überlegen muss, was zu ändern ist im Zusammenhang mit diesen Schädigungen, Treibhausgasen, Klimawandel und Ähnliches. Und auch eine gewisse Signalwirkung, die von diesem Begriff ausgeht, nehme ich an. Genau, also der Begriff hat sich nicht nur in der Geologie, sondern in vielen Disziplinen, auch in den Medien, sehr weit verbreitet. Das heißt, es ist schon ein Symbol geworden für die Änderungen des Planeten Erde und auch, dass der Planet Erde endlich ist in seinen Ressourcen. Schlägt auch einen Bogen zum eigentlichen Thema unseres MOOCs, und zwar Katastrophen, Naturkatastrophen, Klimawandel, ganz zentral natürlich als Treiber, was diese Prozesse betrifft. Und inwieweit spielt da der Mensch auch eine Rolle, was ist das Vorantreiben und die Veränderungsprozesse im Kontext der Naturgefahren mit sich bringt? Vielleicht ein finales Statement dazu. Ja, ich kann es nur ganz allgemein sagen, dass der Mensch das, was er verursacht, auch in der Hand hat und sich hier eben überlegen muss, was für Folgen hat haben die Eingriffe in die Natur und wie kann man hier mildernd, bremsend eingreifen. Und inwieweit nachher die Natur wiederum den Menschen betrifft, auch im Prinzip dieses Ping-Pong-Spiel zwischen Mensch und Umwelt. Genau, ja. Dann wünsche ich allen noch einen sehr, sehr spannenden, lehrreichen und unterhaltsamen MOOC.